Kapitel 2, Großes aus kleinen Ursprüngen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play und Charter Nummer 3. Englische Beiboote aus dem 18. Jahrhundert. Ich dachte, er würde doch was sagen. Sie haben mich ein bisschen gezögert. Wir sind in einer Ausstellung über Sir Francis Drake in Cartagena in Kolumbien. Ein Modell von der Plünderung Cartagenas. Dafür kenne ich mich aber zu wenig aus, um euch da genug Hintergrundwissen zu geben. Tut mir leid. Und wir haben unseren ersten Schatz freigeschaltet. Ich habe leider jetzt gerade keine Ahnung. Schiffsglocken von Drakes Flotte. Eine Statue eines spanischen Mönchs. Wieder ein Modell. Die Golden Hint im Kampf gegen die Spanier. Wie gesagt, ich kann euch leider zu wenig erzählen, dass ich mich zu wenig damit auskenne. Eine Galeone mit einem Beiboot und ein Beiboot. Eine Büste des Museumsgründers. Hier haben wir noch irgendwas. Noch keinen Text dazu. Leider ist das auch nicht richtig lesbar. Das sind scheinbar irgendwelche Aufbewahrungsgegenstände. Das ist es nicht. Eine Sammlung zeremonieller Schwerter. Er sucht was also, speziell. Kanonen, klar. Aber hier befinden sich noch Dinge. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, glaube ich. Was sucht er? Drake Ships the Golden Hint. Dann war wahrscheinlich das hier, oder? Nein. Barkasse unter Segel. Segler? Unter Segeln. Auch nicht. Gut. Müssen wir hier weitergehen, oder was? Geradeaus weiter? Ja, scheinbar doch, dass wir hier weitergehen müssen. Vielleicht oben. Also er sucht die Golden Hint. Das Schiff von Sir Francis Drake. Eine Glocke und ein Kompass. Also wir spielen hier jetzt quasi Nathan Drake, unsere Hauptfigur, 20 Jahre in der Vergangenheit. Eine von den Vitrinen muss es sein. El Museo cierra en 15 minutos. Was willst du von mir? Also wir haben schon was mit wenigen Minuten. Das ist es nicht. Ein spanisches Kriegsschiff. Wir müssen jetzt gucken, dass wir... Okay, dann wahrscheinlich... Ne, hier auch nicht, oder? Ruder und Segelset. Dann da vorne oder was? Vielleicht? Hier nicht. Schifffahrtsartefakte und Modelle. Sir Francis Drake führt eine spanische Blockade an. Die haben wir, glaube ich, schon gehabt, ne? Okay. Weiter hier vorne lang oder was? Geht's immer weiter? Nee. Hey, da ist er. Was? Tatsächlich die Münze. Ich glaube, dass der die Münze. Nee, an den Ring will der. An den Ring will der von. Ah.
Oh, Sully. Halt, wie gesagt, 20 Jahre jünger, ne? Ach krass. Was zur Hölle? Was haben wir jetzt getan? Auch so ein bisschen gucken. Oder? Da ist er ja. Oder hat er mitgeschnitten, dass wir. Warte mal, da blinkt irgendwas. Ich weiß nicht, ob das ein Schatz ist, vielleicht. Hier ist es tatsächlich. Ein Suppenlöffel. Leider gibt es keine Hintergrundinformation mehr. Schade eigentlich. Ich muss dranbleiben. Im ersten Teil wurde es automatisch angezeigt, im zweiten noch auf Nachfrage und im dritten Teil schon mal gar nicht mehr. Drücken Sie bei einem Gegenstandkreis, um in Deckung zu gehen. Um über eine Lücke zu kommen und in Deckung zu bleiben, drücken Sie L und tippen Sie Kreis an. Oh, geil. Sie kommen um eine äußere Ecke herum und bleiben in Deckung, indem sie in Richtung der Ecke drücken und Kreis gedrückt halten. Oh, ich darf doch, oder? Ja, war eh verfault. Hä, wo ist der hin? Geradeaus vor deinen Füßen, immer noch. Ich sehe ihn doch noch. Wo er wohin will? Santiago Carne Fleisch. Wir sind scheinbar in einer. Ja, Fleischlagerhaus, was auch immer. Was macht er jetzt? Kann ich hier nicht mal in Deckung gehen? Nee, ne? Sieht aus, als will er nach oben. Das heißt, wir müssen klettern. Ach, Mist! Verschlossen! Ich muss einen anderen Weg da hochfinden. Er war schneller als ich dachte. Als das Spiel. Schlüsselmacher. Rechts hoch oder links hoch? Das ist die große Frage. Ich glaube. Nee. Also müssen wir hier hoch, scheinbar. Nee, dann müssen wir hier hoch. Ich dachte, wir könnten hier rüber gehen. Super. Den Weg hätte ich auch anders haben können.
mal, dass wir wenigstens wieder hier hoch können. Nee, schau mal nicht. Dann müssen wir doch da hoch. Das war ursprünglich doch der Plan dahinter. Was macht er da drin? Hier sehe ich nichts. Hey, ich will dich nicht messen, Mann. Aber beeilst du dich? Ja, kann ich das. Mach mich mal nicht allein. Er weiß schon. Ich bin Senior. Aquí lo tiene. Aha. Ja, so mag ich das. Gracias. Der lässt sich von dem... Adios, amigo. Okay, ich brauche die Geldbörse. Ja. Mist! Hier kann ich auf keinen Fall lang. Also schön parallel der Straße lang. Oh, ein weiterer Schatz. Er geht durch das Gebäude. Vom Dach aus sehe ich ihn bestimmt. Jawohl. Ach, eine Dame, ältere. Oh, warte mal, da ist ein Schatz. Ein Messer. Krass, dass du so weit versteckt ist. Warte mal. Muss ich jetzt wieder runter da hinterher oder was? Ja, scheinbar. Muss dranbleiben. Ich weiß eigentlich, wer mit der Dame, die gerade links von uns war, mit der anderen uns unterhalten hat, bei Chloe. Die wir ja aus dem letzten Teil kennen. Chloe Fraser heißt sie, glaube ich. Verdammt, da sollte ich nicht lang. Ich muss irgendwie an diese Geldbörse kommen. Okay. Ah, damit. Sie ist in seiner Tasche. Jetzt oder nie. Es scheint, als hätten wir noch etwas Zeit. Ich habe schon so eine Idee, was wir damit anfangen können. Ich kippe sie noch. Hübsch langsam, Jungchen. Lass mich los. Hab ich mir doch gedacht. Und versuch bloß nicht abzuhauen. Bist weit weg von zu Hause, Junge. Nenn mich nicht so. Mami und Papi machen sich doch bestimmt Sorgen. Tja, ja, wohl kaum. Na gut, wechseln wir das Thema. Also das Klauen hast du echt drauf. Du bist wirklich gut. Keine Ahnung, wovon du redest, Opa. Hey, nenn du mich nicht so. Deine Technik ist aber schlampig. Alles viel zu vorhersehbar. Du hast ja einen Knall. Ach ja? Du bist mir durch die ganze Stadt gefolgt. Hast mich wohl für ein leichtes Opfer gehalten. Aber da hast du dich gewaltig geirrt, mein Freund. Was? Ich vermiss noch was. Nö. Gut. Vielleicht rufen wir einfach die Polizei. Hm? Mach doch. Aber die wollen bestimmt wissen, warum ein älterer Tourist einem jungen Kerl nachstellt. Du
Du hältst dich wohl für einen ganz Ausgebufften. Ich kann ganz gut auf mich aufpassen. Na egal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Cops nicht mehr magst als ich. Schon möglich. Kleiner. Her damit. Ein Versuch war's wert. Den war's wert. Da hat sich den Schlüssel gekrallt, tatsächlich. Naja, wir haben noch an den Ring und die... Das Museum ist zu. Ja, und was es mit diesem Museum auf sich hat, das sehen wir, liebe Leute, in der nächsten Folge. Morgen um 10 wahrscheinlich wieder. Und dann freue ich mich wieder, wenn ihr einschalten würdet bei Let's Play Uncharted 3. Tschüss. Yeah.